Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS 2. Mein Name ist Uwe und das hier müsste jetzt Folge 457 sein. Ich hoffe, ich irre mich jetzt gerade nicht. Wir sind das letzte Mal auf dem Weg nach Bosnien gewesen. Wir sind jetzt noch in Kroatien. Wir haben noch etwa, ich glaube, irgendwie was über 300 Kilometer vor uns. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird in dieser Folge. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, die Tour abschließen. Wir haben geladen einen Liebherr-Kran, irgendwie, ich glaube, mit 24 Tonnen, wenn ich mich nicht irre. Wir können natürlich auch nochmal nachschauen. Zuerst möchte ich aber ganz kurz nochmal auf die Karte gucken und mal sehen, was uns noch so alles erwartet. Kroatien lassen wir bald hinter uns. Wir sind jetzt so ein bisschen mehr wie die Hälfte durchgefahren, würde ich mal grob schätzen. Eine Mautstelle kommt wohl nicht mehr direkt auf uns zu, so wie es aussieht. Nee. Mautstelle und dann die Grenze, dann nochmal ein Grenzübergang und dann sind wir auch schon in Bosnien. Wir werden auch in Bosnien gar nicht so weit reinfahren. Mostar ist ja relativ nah an der kroatischen Grenze noch. Und ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, was uns da erwartet. Ich freue mich schon drauf. Ich bin echt gespannt, wie das da unten aussieht. In dieser Ecke war ich, glaube ich, echt noch nie. Und 316 Kilometer sind es noch genau, habe ich gerade gesehen. Und ich würde mal sagen, dann steigen wir mal ganz kurz hier ein, starten schon mal die Maschine. Den Motor natürlich. So. Ja, wie ihr seht, ich habe den Wintermod rausgemacht. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr so richtig. Also ich finde den Wintermod immer noch ziemlich gut gemacht und so, aber irgendwie hatte ich total Bock wieder auf dieses helle und frische und satte Grün und so weiter. Und ich bin echt ein bisschen froh. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. 31 Grad, das sind so irgendwie 40 Grad Unterschied zur letzten Nacht. Da wir ja in der Nacht hier hingefahren sind und ich schlafen konnte, Gott sei Dank. Ich denke, wir werden auch noch relativ genügend Restzeit haben. So, ich muss mal ganz kurz meine Pedalen kalibrieren. Ich habe nämlich das Spiel auch gerade erst gestartet. So, und dann in der Hoffnung, dass hier keiner kommt, werden wir vom Parkplatz fahren. So, das sieht doch aber alles schön aus und gut aus und das ist perfekt so. So, wir haben jetzt gerade echt ein bisschen Glück, dass da rechts neben uns kein weiterer LKW stand, weil das wäre sonst echt ein bisschen knapp gewesen. Oder knapp geworden, sagen wir es mal lieber so. Aber es funktioniert ja anscheinend. So. Dann machen wir das Fenster wieder zu, denn der Volvo ist wirklich irgendwie gefühlt sehr, sehr laut. Ich hoffe, dass ihr mich noch ganz normal verstehen könnt. So, im Spiegel habe ich jetzt auch schon gesehen, dass nichts kommt. Sehr schön. Trotzdem sicherheitshalber nochmal geguckt. So bin ich halt eben. So, Spiegel im Auge behalten. Weil wir hier nämlich keinen Beschleunigungsstreifen haben. Und direkt auf die Straße auffahren. Auf die Autobahn. So. Ich bin echt ein bisschen... Ach, ich bin ja auch doof. Das war ja gar nicht die Außentemperatur. Ich sehe gerade, das ist die Temperatur vom Motor, beziehungsweise vom Kühlwasser. Moment, hier haben wir die Außentemperatur. Sind trotzdem 31 Grad. Na, dann passt das ja wenigstens. Dann habe ich noch nicht ganz so viel Unsinn erzählt. Was ein Zufall. So. Jetzt bin ich echt gespannt, wie es hier hinten weiterhin aussehen wird. Wie gesagt, in dieser Ecke war ich wirklich noch gar nicht unterwegs, glaube ich, mit der ProMods. Und was heißt glaube? Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass ich hier noch nie war. Vor allen Dingen nicht im Let's Play. Und mal schauen, was uns da weiter erwarten wird hier. Am Ende der kroatischen Straße sozusagen, wenn es nach Bosnien geht. Beziehungsweise ist ja nach dem Grenzübergang. Da dieses kurvige Gebilde von Straße. Da bin ich wirklich mal super gespannt. Ich hoffe, dass das doch relativ feine Kurven sind und nicht nur irgendwelche so komischen, zackige, komische Straßen, so wie das jetzt auf der Map irgendwie aussah. Das wäre sonst wirklich ein bisschen komisch. Es sei denn, es sind natürlich Kreuzungen und Abbiegungen und so. Dann ist es natürlich was anderes.
Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir haben jetzt auch nicht mehr ganz so weit. Wie gesagt, das sind jetzt noch knapp 300 Kilometer gewesen. Wir sind jetzt auch nur noch bei 277. Das kriegen wir auf jeden Fall in dieser Folge unter, denke ich mal. Und dann werden wir mal schauen, wohin die nächste Tour geht. Wir werden den Volvo auf jeden Fall noch ein bisschen fahren. So mit dem Geld sieht ja im Moment auch nicht so gut aus, ne? Wir haben nur 28.000 Euro. Dann steht auch immer noch die Frage offen, ob ich für diesen LKW einen extra Auflieger kaufen werde oder nicht. So, einmal runterschalten hier. Wir brauchen nämlich auch 180.000 Euro, um unsere Garage ein bisschen aufzurüsten. Damit wir überhaupt Platz haben für einen weiteren LKW. Aber sobald das erledigt ist und wir zwei LKW haben, die für diese Straße, für diese Firma unterwegs sind, dann sieht es auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Alter, der Polizist, der hält aber auch keinen Abstand, ne? Meine Fresse, die halten beide keinen Abstand. Was ist denn da los? Wenn ich das machen würde, zack, 500 Euro weg. Öltemperatur im Moment von 92 Grad, das ist absolut im Normalbereich. Ich weiß auch gar nicht, ob es in ETS 2 tatsächlich möglich ist, den Motor irgendwie zu überhitzen. Also ich glaube ja, man kann das, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Nebeneffekt hat in diesem Spiel. Ich habe es tatsächlich irgendwie noch nie geschafft, das so weit zu bringen, dass der Motor tatsächlich mal überhitzt oder so. Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht. Könnt ihr ja natürlich in die Kommentare schreiben, was dann passiert. Ich kann mir gut vorstellen, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen passieren wird, ist halt, dass ja, der Verschleiß oder der Zustand halt ein bisschen schlechter wird. Schauen wir mal. So, machen wir natürlich das Licht an, wie sich das gehört für so einen Tunnel. Tempoanzeige ist so ziemlich bei 80 km/h. Okay. Das heißt, die Nadel, die stimmt soweit eigentlich, ne? Also ich habe den Tempomat bei 81 drin. Da ist knapp drüber, über 80, also passt das auf jeden Fall. Ich habe irgendwie immer gedacht, dass die Nadel leider irgendwie so ein bisschen versetzt wäre oder so, aber das ist ja anscheinend gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer gedacht habe. Jetzt können wir wenigstens sehen. Ich bin froh, dass es jetzt endlich mal wieder hell ist. Also, ich bin ja auch ein Fuchs gewesen, ne? Dass ich immer in der Nacht losfahre und immer in Länder, wo wir dann nichts sehen und so. Das ist auch bescheuert von mir. Aber jetzt haben wir es hell. Wir sind im Süden Kroatien unterwegs. Und jetzt sehen wir wenigstens mal ein bisschen was. Und weg ist er. Aber die Landschaft hier ist aber auch echt, echt schön. Hat auf jeden Fall ein bisschen was zu bieten. Und der nächste. Ich find das auch cool, dass der Traffic Mod für die Motorräder auch ihre eigenen Sounds haben. Ist irgendwie schon irgendwie ganz lustig. Und dann haben wir eine Tankstelle, da hätten wir theoretisch auch Rast machen können. Aber die letzte Folge ging ja auch lang genug in meinen Augen. Also 50 Minuten, glaube ich, ist mehr oder weniger so die Ausnahme. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass ich 50 Minuten brauche in der Folge, wo ich so am LKW kaufen und aufrüsten bin. Aber ja, letzte Folge, da hat es ja auch gut 13 Minuten gedauert, bis irgendwas passiert ist überhaupt in dieser Folge. Bis wir richtig losgefahren sind. Aber ich habe es euch ja schon mal gesagt, die meisten sind dafür, dass ich alles mit aufnehme. Und die Touren auch mit aufnehme und das nicht offscreen mache. Dementsprechend, naja, wo soll ich denn das dann hinpacken, ne? Da sind es halt am Anfang irgendwie immer eine Viertelstunde oder so, ich weiß ja auch nicht. Mal so, je nachdem, wie weit wir fahren müssen, um den Trailer abzuholen. Ich denke mal später,
wenn wir einen eigenen Trailer haben, dann wird es ein bisschen anders sein. Da werde ich dann schon eher darauf achten, dass ich eventuell Touren annehme von der Firma, bei der wir auch gerade abgeladen haben, dann sozusagen. Ich glaube, da haben wir nämlich auch den Vorteil, dass wir den Trailer nicht nochmal in eine andere Rampe oder so stellen müssen. Jetzt bremse ich hier nochmal ein bisschen ab. Ich weiß ja auch nicht, wie scharf die kommenden Kurven da vorne sind. Wie gesagt, hier vorne, hier oben, hier unten, wie auch immer, war ich auch noch nicht unterwegs. Das ist jetzt auch alles Neuland hier für mich. Ich fahre mal mit meinem Testprofil kurz in Griechenland, einfach nur, weil ich es mal so ein bisschen abchecken wollte, wie da so die Straßen gemacht sind und so. War allerdings auch in der Nacht, da habe ich auch mal wieder ein bisschen Pech gehabt. ich bin da aber, das kam auch daher, dass ich halt mit der Fähre rübergefahren bin. Ich weiß gar nicht, von welcher Seite ich kam, ich glaube aus Italiens Richtung. Dann war halt eben Nacht und dann habe ich von Griechenland doch nicht mehr so viel gesehen. Was echt ein bisschen schade war, aber ja, hat dementsprechend auch nicht wirklich viel gebracht gehabt, ne? So, jetzt lassen wir mal ein bisschen abrollen und schalte auch schon mal einen Gang runter. Weil wir da vorne dann sowieso die Mautstelle schon haben. Das heißt, wir sind jetzt schon innerhalb von 11 Minuten relativ gut vorangekommen. Also jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Hier steht ENC, 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 ENC. Oh, noch eins weiter rüber. Aber das steht nur für PKW? Ah, okay, alles klar. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob da irgendwie Schilder waren, auch für LKW extra. Habe ich jetzt zumindest keine gesehen. Ich habe mich aber so ein bisschen fokussiert gehabt auf die rechte Seite. Weil es halt irgendwie für einen LKW ganz normal ist, dass man sich doch relativ rechts hält. Was ist jetzt hier vor nur los? Also hier sehe ich zum Beispiel auch, LKW müssen rechts rausfahren. Aber warum wird denn hier nicht weitergefahren jetzt gerade? Das ist ja jetzt mal wieder typisch, wa? Das ist ja doof jetzt. Das ist jetzt gerade wirklich doof. Da müssen wir wohl vorbeifahren. Mach langsamer, mach langsamer. Bitte, mach langsamer. Meine Fresse. Ich habe den Blinker auch aktiviert gehabt. Bleiben Sie rechts, dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Ich habe jetzt kurz gedacht, er wird mir in die Seite rasseln. Hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. So, keine Ahnung, was da vorne los war. Ich denke mal, das war ein Unfall. Habe jetzt leider nicht genau geguckt, warum die Fahrzeuge da stehen geblieben sind. So, Fenster schon mal auf. Natürlich, dass wir die Papiere übergeben können. So. So. Steht auch wieder kein Mensch, ne? Halte ich die Papiere halt an den Scanner oder was auch immer. Ich weiß es auch nicht. So, alles in Ordnung, gute Fahrt. Ich bin noch mal gespannt, ob da tatsächlich auch mal was anderes kommt, außer alles in Ordnung. Und was man dann halt macht. Also, das ist auch mal eine gute Frage. Falls ihr die Situation schon einmal hattet oder das erlebt habt, dass da nicht irgendwie alles in Ordnung stand und gute Fahrt, sondern dass man vielleicht stehen bleiben muss. Keine Ahnung, ich kann mir halt nicht vorstellen, was dann in diesem Spiel tatsächlich passieren sollte. Man kann ja nicht einfach wieder umdrehen. Wäre aber mal interessant zu wissen, ob euch das vielleicht schon mal passiert ist, dass da nochmal was anderes stand oder so. So. Dann noch einmal abgeben. Und dann müssen wir uns, so wie es aussieht, weiterhin rechts halten. Dann müsste ja, glaube ich, nochmal ein Übergang kommen, dann bosnischer Seite sozusagen. Das heißt, ich würde einfach mal das Fenster offen lassen. Warm genug ist es auf jeden Fall. LKW ist halt nur sehr, sehr laut. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt noch.
So, und jetzt wieder um den Parkplatz herum. Immer mal wieder gucken, was der Auflieger da hinten so treibt. Vor allem mal schauen, dass er überhaupt noch da ist. Nicht, dass wir ihn vielleicht irgendwie unterwegs verloren haben. Aber das würden wir dann auf jeden Fall so vom Fahren her bestimmt irgendwann mal merken. Falls mir dann irgendwann mal auffallen sollte, Alter, der Volvo geht ein bisschen mehr ab, als er sollte. Das ist aber auch eine scheiß Stelle hier, ne? Mann, 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 Mann. Ihr seid echt mutig, ne? Es gibt noch längere Auflieger als meine. Und vor allem, wenn da was mit Überbreite kommen sollte, dann sieht es echt schlecht aus. Warte mal, bin ich jetzt gerade echt hängen geblieben? Nee, oder? Ah, Moment mal. Moment mal. Also ich habe jetzt eher das Gefühl gehabt, dass ich so leicht zurückgerollt bin, weil ich halt runter bin vom Gas und keinen Gang drin hatte. Aber jetzt muss ich mir das mal ganz kurz anschauen. Ja, sorry, ja, ich weiß, ich halte hier alles auf. Aber theoretisch dürfte ich ja hier nicht hängen bleiben. Sorry, sorry. So, probieren wir es nochmal. Und wenn ich da dran hängen geblieben bin tatsächlich, dann liegt das wohl eher an der Hitbox. Weil wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass wir definitiv eigentlich genug Platz hätten, um da runterzukommen. Okay. Ja, keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Aber das ist halt manchmal so das Risiko, gerade wenn man mit Mods spielt. Vor allem mit Map-Mods. Aber ich erkenne doch hier auf dem Spiegel auch, dass da noch ein paar Zentimeter Luft sind. Also müsste eigentlich alles passen. Okay. So, ich glaube, jetzt können wir das Fenster wieder schließen. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Verkehr aufgehalten, aber so ist das halt. Ein bisschen Nachsicht haben. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ist ja auch nicht so der einfachste Beruf. Als Kraftfahrer. Vor allem in Gegenden, wo man sich da nicht auskennt oder so. Da ist man dann froh, wenn man nicht wegen jedem kleinen Scheiß angeschimpft wird oder so. So. Da vorne kommt jetzt die Stelle, die so mega kurvig ist. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, was uns da erwartet. Ist ja auch lustig, ne? Grammatikalisch. Was uns da erwartet und dann sage ich am Ende noch du. Ja, ich bin so ein richtiger Sprachwissenschaftler, ey. Kennt ihr das, wenn man so richtig enttäuscht ist von sich selber? So fühle ich mich jetzt gerade irgendwie im Moment. So, ich glaube, ich kann im vierten Gang bleiben. Ich denke, das macht der Volvo noch mit, so wie es aussieht. Okay, da geht die Autobahn auf jeden Fall nicht weiter. Jetzt sehen wir hier wenigstens, warum. Die ist da noch nicht zu Ende gebaut. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall irgendwelche andere Wege geben, dann natürlich. Die zum Ziel führen. Abbiegung rechts vor Ihnen. Jawohl, alles klar. Was würde ich nur ohne Lisa machen? Ich wäre total aufgeschmissen, glaube ich. So. Vierter Gang, vierter Gang, vierter Gang, vierter Gang, vierter Gang. Auch gerade kurz überlegt, ob er überhaupt Bock drauf hat, der vierte. Dann vielleicht doch in den dritten runterschalten sollten. Oder zumindest mal ein bisschen mehr Gas geben. So, es ist aber auch schon wieder 17.22 Uhr. Das heißt, so lange wird es wahrscheinlich auch nicht mehr hell sein. Das ist ein bisschen doof. Wir haben aber auch relativ spät erst Rast gemacht und dann geschlafen. Das heißt, dementsprechend den ganzen Vormittag sind wir nur hinten im Bett gelegen und haben nichts gemacht. Natürlich geschlafen,
aber dementsprechend ist vom Tag halt nicht mehr viel über gewesen. Ah, jetzt haben wir hier wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Nicht immer nur Autobahnen und so, sondern auch mal ein bisschen was Stressiges. Ja, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu übertrieben, das Wort Stress, aber mal ein bisschen was Herausforderendes. Genau. So. Und wenn ich Deutsch könnte, dann wäre das hier vielleicht auch ein klein wenig einfacher für mich. Da ich aber kaum meiner Muttersprache erwachsen bin, vergessen wir das Ganze einfach mal. So. Das ist jetzt die Motorbremse. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Und die hört sich bei dem Volvo tatsächlich ziemlich geil an, muss ich ehrlich zugeben. So, wie sieht's hier aus? Der ist am Blinken. Der ist jetzt auch am Blinken. Die fangen alle ein bisschen zu spät an zu blinken. Wetten, du blinkst auch? Aber ja klar. Okay, dann fahre ich jetzt raus. So, jetzt sehe ich den Spiegel gerade nicht, aber ich muss jetzt auch noch schalten. Das hier für eine schöne kleine Gemeinde. Sieht ja schon echt schnucklig und gemütlich aus. Also, ich weiß auch nicht. Ist schon cool hier gemacht. Und generell, ja, die komplette Ost- bzw. Südecke hier unten, das Ganze, was jetzt hier zugemottet ist, ohne Ende, ist richtig, richtig cool gemacht. Ich habe ja schon mal erwähnt, wir waren ja mal kurz in den, hier in Lettland, Litauen und so weiter. Da ist es ja auch schon sehr, sehr cool gemacht. Polen wurde ja komplett rebuildet. Sieht mittlerweile auch sehr, sehr, sehr detailliert aus. Teilweise auch sehr enge Straßen und so. Und dementsprechend werden sie die Arbeit hier, denke ich mal, so ein bisschen weitergeführt haben. Oder wer weiß, vielleicht haben sie sogar hier angefangen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, wie das war. So. Ah ja, wir haben hier genug Platz. Meine Fresse, warum hole ich denn so viel aus? Boah, das war wieder die Bordkante. So viel zum Thema, wir haben hier genug Platz. Meine Fresse, ich lasse aber auch stark nach jetzt gerade, oder? So, nochmal ein Kreisverkehr. Blinkt. Er hat relativ früh angefangen zu blinken, das finde ich schön. So, ich darf ja natürlich auch nicht vergessen, dass ich so einen scheiß Tieflader drauf habe, mit drei Achsen, der auch einfach Platz braucht. Ich habe echt gedacht, in dieser einen Kreuzung, ich hätte genug ausgeholt, aber die Reifen vom Auflieger haben sich trotzdem nicht gefreut, ne? So, kommt da was von rechts? Sieht nicht so aus, sehr schön. Schönes Städtchen. Sehr cool gemacht. Schön mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen in diesem Spiel. Und da muss ich auch so ein bisschen Lob auch an SES-Software jetzt richten. Was mit den Mods nichts zu tun hat, und zwar ATS, also der American Truck Simulator. Den haben sie auch wirklich von den Städten her, von der Abwechslung her und so, das haben sie wirklich geil gemacht, muss ich sagen. Hab jetzt in den letzten paar Wochen ein wenig ATS gespielt und muss wirklich sagen, dass ich angenehm überrascht war, so von der Abwechslung her. Von den Städten her, die Städte sehen alle wirklich unterschiedlich arg aus und da haben sie echt was gemeistert. Und ich spiele da auch komplett ohne Mods, also beziehungsweise keine Map-Mods. Ich habe natürlich ein paar Trucks drin und so. Oh.
Oh, fuck. Meine Fresse. Jetzt habe ich einen Gang zu früh runtergeschalten gehabt. Beziehungsweise an Stelle hoch runtergeschalten und das ist natürlich nicht so geil. Ich war auch gerade ein bisschen abgelenkt von der Nachricht. Tatsächlich erwartet der Kunde die Anlieferung jetzt schon. Aber wir müssen ja jetzt eigentlich noch, ich glaube, 1,5 Stunden oder 2 Stunden Restzeit haben. Das werden wir, denke ich, mal packen. Wir haben ja nur noch 10 Kilometer. So, dann schalten wir den dritten runter. Ja, mit Ladung ist der dritte, glaube ich, auf jeden Fall ein wenig besser als der vierte. Gerade wenn man nur 8 Gänge hat. Ja, dann stellt euch mal vor, dann ist das gar nicht, dann haben wir gar nicht so viel Restzeit tatsächlich gehabt. So, nehmen wir natürlich ein Stoppschild. Ich müsste natürlich auch komplett anhalten, aber hier kommt ja echt gar nichts. So, ich glaube, ich war ein klein wenig zu schnell mit dem Umlenken wieder. Hab jetzt aber dank dieser komischen Spiegelung der Sonne nichts mehr gesehen im Spiegel. Aber ich denke mal, dass alles gut gegangen ist. Ich hoffe es zumindest. Hier stehen irgendwie ab und zu immer so kaputte Autos rum. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Da habe ich schon mal 2 Stück davon gesehen. Ein Stück weiter hinten. So, und hier haben wir jetzt wieder eine zweispurige Straße. Alles klar. Aber trotzdem nur 60 erlaubt. Er holt uns sogar ein alter Betonmischer. Vielleicht wird er auch leer sein. So, davon eine Ampel. Das heißt, wir bereiten uns schon mal ein bisschen drauf vor. Zeit da. Na gut, da vorne ist auch ein LKW, bis der mal anfängt zu rollen. Fahren Sie geradeaus. Vergehen natürlich irgendwie 1,5 Jahre. So, immer aber schöne Autos rumfahren, ne? Den alten Audi, vorne den Mercedes, weil das jetzt Autos sind, von denen ich jetzt nicht irgendwie sehr arg begeistert bin. Aber hier im Ostblock fahren irgendwie gefühlt überall diese Scania-Feuerwehrfahrzeuge rum. Die haben wir jetzt auch schon zuhauf gesehen. Fleck weg bewegt habe. Auch schon wieder Weihnachten. So, jawohl. Das machen wir. Hoffentlich. So, wir haben ja gelernt, dritter Gang eignet sich natürlich ein bisschen besser. Hier für eine schöne Straße. Oh Mann, ich muss nochmal nach links. Irgendwie war ich mit dem Kopf dabei, dass ich nach rechts musste. Deswegen bin ich ja direkt auf die rechte Spur. Aber okay. So. Nach vorne rüberfahren. Alles klar. Das machen wir. Das kriegen wir hin. So, hier ist dann rechts auch nochmal eine Firma. Nee, das sieht eher aus wie ein Hotel oder sowas. Auf jeden Fall ein Rastplatz halt eben. Und hier auf der Baustelle werden sie jetzt wohl den Kran brauchen. Sie haben ihren Bestimmungsort erreicht. Alles klar. Okay, das kriegen wir ja hin, denke ich mal. Es sei denn, ich brauche jetzt nochmal irgendwie 3 Stunden zum Rangieren. Was ich jetzt nicht hoffe. Aber sollten wir hinkriegen. Ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass wir immer noch relativ pünktlich ankommen. Also ich denke jetzt nicht,
Nur weil er angefangen hat, die Musik zu spielen im Hintergrund, dass das jetzt schon verspätet ist oder so. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wenn an die Musik anfängt zu spielen, dass man noch irgendwie, ich glaube, 2 Stunden oder 1,5 Stunden Zeit hat oder so. Ich bin mir da aber auch nicht mehr sicher. Kann aber also natürlich sein, dass sie das vielleicht geändert haben oder so. Wer weiß, wer weiß. So. Jetzt müssen wir natürlich auf der rechten Seite so ein bisschen diesen Kieshaufen im Blick behalten. Nicht, dass ich da irgendwie drauf hochfahre, aber ich bin schon sehr nah an dem dran, ne? Ja, genau, das habe ich gemeint. Alles klar. Also noch ein Stückchen weiter rüber. Keine Lust, mich da festzufahren. So, also gehen wir das Ganze doch nochmal an. In der Ruhe liegt die Kraft. Kriegen wir das hier auch hin? Da bin ich mir sicher. So, wie viel Platz haben wir? Okay, jetzt ist er auch gleich vorbei, der Haufen. Oh, das ist auch wieder so ein Aufflieger, den kriege ich auch wieder nicht gerade hin irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Mit so Tiefladern und so habe ich es irgendwie nicht. Jetzt halt die Frage, ob ich mich nochmal, ob ich nochmal korrigiere oder ob ich das so lasse, aber ich denke, das kann ich auch so lassen. So, das Coole ist ja, koppeln jetzt direkt ab. Das heißt, ich muss ja auch gar nicht den Motor ausschalten dafür. Das war falsch rum. Die Hinterachse ein wenig hochlassen. Abkoppeln. So, ausgezeichnet. Okay, ich denke mal an. Es ist 23.31 Uhr und schwafel jetzt schon wieder so viel Scheiße, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, knapp 18.000 Euro bekommen wir für diese Tour und EP-Punkte einen ganzen Sack voll, das ist auch nicht schlecht, aber wir sind immer noch pünktlich gewesen, also nur weil die Musik angefangen hat zu spielen, sind wir jetzt da nicht verspätet gewesen, Gott sei Dank. Und wir sind bei 32 Minuten, das passt von der Zeit her eigentlich, denke ich, ganz, ganz gut. So, dann lassen wir die Hinterachse mal wieder kurz runter. Fahren wir ein Stück vor. Und dann können wir wieder auf Fahrniveau machen. So, jetzt müssen wir nur mal schauen. Ich denke, ich würde wieder schlafen gehen, dass einfach wieder am nächsten Tag dann hell ist. Und ja, dann suchen wir uns schöne Tour raus in der nächsten Folge und fangen diese dann natürlich auch an. Ist ja ganz klar. So. Parking oder Hotel? Ich will Parking. Parking. Ich habe halt zuerst gedacht, dass hier wäre auch irgendwie nochmal eine Firma, weil es dort Laderampen gibt. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. So, und wir nehmen uns den ganz äußeren Platz. Einfach nur so. Warum auch nicht? So. Zack, zack, Licht aus, Motor aus. Es ist 7:45 Uhr, wir machen jetzt Pause. Ich denke, man schläft ja immer 9 Stunden. So. Mir fällt auch gerade ein, ich wollte eigentlich nochmal was erzählen oder nochmal irgendwie was sagen, aber jetzt ist mir natürlich wieder entfallen. ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann suchen wir uns auf jeden Fall wieder eine Tour raus. Ich bin echt gespannt, wo es dann hingehen wird. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.